Oh mein Gott, Leute, aus so einem kleinen Pflänzchen. Ist nach ein paar Wochen Wachstumsphase so ein stattliches Pflänzchen herangewachsen. Stellt sich jetzt nur die Frage, woran ich denn erkenne, ob die Wachstumsphase meiner Pflanze jetzt vorbei ist und woran ich erkenne, ob meine Pflanze jetzt in der Blütephase ist. Vorblüte, Lichtzyklus, Trichomtrübung und Zuckerblätter? Junge, jetzt wird's aber kompliziert. Fett, ich glaube, ich habe nur Erde im Mund. Kompliziert? Nö. Das alles, liebe Leute, ist kein Hexenwerk und auch keine Wissenschaft. Und vor allen Dingen auch kein Buch mit 7 Siegeln. Nein, keine Wissenschaft, sondern ganz einfaches Gärtnern, meine lieben Freunde der grünblättrigen Unterhaltung. Man muss das Ganze nur wie bei allen Dingen im Leben mal ganz einfach erklärt bekommen. Ach so, und wie wir möglichst einfach herausfinden, ob unsere Pflanze männlich oder weiblich ist, verrate ich dir in diesem Video natürlich auch. Denn nur weil du eine automatische, feminisierte Sorte hast, heißt es nicht unbedingt, dass nur alle Blüten weiblich werden. Aber dazu später mehr. Jetzt erstmal alles rund um die Thematik Blüten. Okay, bevor wir gleich auf die ganz klar zu identifizierenden Merkmalen kommen zwischen männlichen und weiblichen Blüten, musst du erstmal wissen, was für eine Art Pflanze du da hast. Eine reguläre photoperiodische Pflanze oder eine Automatic, also eine automatisch blühende Pflanze. Und wenn du jetzt überhaupt gar keine Ahnung hast, wovon ich hier rede, da habe ich schon mal ein Video zu gemacht. Kannst du dir gleich am Ende des Videos angucken, denn da habe ich es für euch nochmal reingestellt zum direkt draufklicken. Hast du, so wie jetzt beispielsweise hier eine photoperiodische Pflanze, geht die Pflanze nicht automatisch in die Blüte, sondern erst dann, wenn sich der Lichtzyklus ändert. Hashtag photoperiodische Pflanze. Also geht diese Pflanze in die Blüte, wenn es von sommerlichen 18 Stunden Lichtdauer plötzlich Richtung Herbst auf 12 Stunden Lichtdauer runtergeht. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob Indoor oder Outdoor. Und woran du erkennst, ob deine Pflanze es geschafft hat, in die Blütephase zu wechseln, das erzähle ich dir wie gesagt gleich. Vorher einmal der Abriss in die automatisch blühenden Pflanzen. Da spricht man von den Automatics und die gehen nach 3 bis 6 Wochen Wachstumsphase in die gefürchtete und hochkomplizierte Blütephase über. Und nein, auch das ist nicht kompliziert. Ein Video zur Blüte, worauf ist zu achten und wie holst du möglichst viel aus deinen Blüten raus? Ja, und wenn du da Bock drauf hast, schreib es gerne mal unten in die Kommentare. Dann mache ich da nochmal ein richtig intensives Video zu. Und die, also die Automatics, gehen selbstständig, auch egal ob 18 Stunden, 12 Stunden oder von mir aus auch 24 Stunden Lichtdauer am Tag, selbstständig in die Blüte. Automatics halt. So, Katsching, Haken hinter. Ja, und jetzt wird's richtig spannend, denn wir wollen natürlich jetzt wissen, was unsere Pflanzen unbedingt brauchen, damit die Blüten vernünftig wachsen. Aber vorher noch die Frage, woran erkenne ich, ob meine Pflanzen oder deine Pflanzen die Umstellung in die Blütephase auch erfolgreich gemeistert haben? An dieser Stelle einmal vielen Dank an LouRacer06, denn er hat unter dem Hashtag FragPotti die Frage gestellt, woran erkenne ich die Blütephase und wie gehe ich vor? Du kannst ebenfalls eine Frage stellen, einfach mit dem Hashtag FragPotti einfach unten in die Kommentare packen und dann landet deine Frage vielleicht auch bald in eines der nächsten Videos. Und ja, lieber LouRacer06, woran erkennst du denn jetzt, dass deine Pflanze schon in der Blütephase ist? Als erstes geht die Pflanze in die sogenannte Vorblüte. So ein großartiger Moment. Guck mal hier, so kleine, meist sehr helle, fast schon weiße Härchen, die direkt am Stamm wachsen, aus dem Bereich, wo die Blätter und Seitentriebe kommen. Und für die ganz Schlauen unter euch, dieser Bereich nennt sich Knotenpunkt, Blattachse oder auch Nodie genannt, für die, die es ganz besonders wissen wollen. Und ja genau, da wachsen jetzt kleine, feine Härchen raus, meistens auch ein bisschen heller. Oder was? Dass sich anstatt so schönen weißlichen Härchen plötzlich eher so runde Popel zeigen. Das, meine lieben Leute, wären in dem Fall Pollensäcke.
Ohne jetzt großartig auf das Zwittern eingehen zu wollen, ist es ratsam, gerade als Anfänger, diese Pflanzen schnell zu isolieren oder vielleicht sogar direkt zu vernichten. Zumindest machen das einige Leute genau so. Was? Ich vernichte dich gleich, Junge! Ja, was soll ich euch sagen? Dieses Zwittern einer Pflanze ist nicht besonders förderlich, wenn man da hinterher was ernten möchte. Aber ich würde sagen, dazu mache ich vielleicht dann auch vielleicht schon nächste Woche ein passendes Video. Denn ernsthaft, da ist richtig schnelles Handeln erforderlich. Willst du aber deine Pflanze kreuzen, bestäuben oder was auch immer, dann go! Alles cool, lass sie leben, aber wenn du deine Pflanze einfach nur irgendwann ernten willst, und zwar der Blüten wegen, zum Rauchen, Backen oder was weiß ich, dann besteht halt die Gefahr, dass die männlichen Blütensäcke dann irgendwann aufgehen, ihren Pollen rausschießen und deine weiblichen Blüten damit bestäubt werden. Und glaub mir, das werden dann keine normalen, schönen weiblichen Blüten, die hinterher zu ernten sind, damit du die, was weiß ich, was damit auch immer machen kannst, sondern entwickelt die Pflanze daraufhin an den Blütenständen die Samen. Bleibt also in deiner Überlegung, ob du das Ganze zulassen möchtest oder nicht. Aber dazu auch nochmal in der Zukunft ein passendes Video. Ja, Luracer06, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Und jetzt ein Geheimtipp, bevor wir gleich zum wichtigsten Punkt kommen, und zwar die Entwicklung der Blüten und was du da so alles Tolles machen kannst. Also der Tipp, kontrolliere möglichst täglich deine Pflanze, ob deine Pflanze männliche oder weibliche Blüten oder vielleicht sogar auch beides hat. Und da eine kleine Eselsbrücke, falls du die beiden Blüten nicht auseinanderhalten kannst, die einen, die männlichen, die sind so ein bisschen sackartig. Also ganz einfach zu merken, hast du kleine Säckchen an deiner Pflanze, sind sie männlich. Cojones, Junge! Da gibt es auch noch weitere Merkmale, die dir zeigen, ob deine Pflanze in der Blütephase ist. Wie zum Beispiel, die Pflanze wächst da nicht mehr so richtig als ganze Pflanze, sondern das Wachstum stellt sich auf die Blüte ein. Und das ist die sogenannte Stretch-Phase. Also plötzlich schießt der Blütenstand hoch und je nach Sorte und Pflegeparameter richtig hoch. Und da kann so eine Pflanze, gerade auch wenn sie kleiner ist und dann in die Blütephase geht, plötzlich das Doppelte nochmal an Wachstum gewinnen und manche Pflanzen sogar das Dreifache. Und jetzt kommt auf einmal die Sonne raus. Ich werd bekloppt. Was machen wir dieses Jahr nur mit dem deutschen Wetter? Ja, okay, warum macht die Pflanze das? Eigentlich ganz logisch, sie will mehr Licht tanken. Und das kann sie erfahrungsgemäß besser, wenn sie halt ein bisschen höher steht. Weil erfahrungsgemäß es an einem höheren Punkt mehr Licht gibt. Klar. Ja, die Natur wieder mal einfach geil, oder? Und was übrigens auch geil ist, ist dieses ganze Thema rund um das Gärtnern. Mir macht es wirklich hier von Video zu Video immer mehr Spaß, euch durch mein Pflanzenhobby mitzunehmen. Und ja, für so ein Video wie heute brauche ich mit Sicherheit bis zum Ende so 8 Stunden, wenn nicht sogar mehr. Also da geht schon mal gerne so ein ganzer Arbeitstag für drauf. Ja. Und ich weiß, das hätten so einige von euch nicht gedacht, aber ich mache das echt mega gerne. Und auch wenn ich hier keine Werbeeinnahmen bekomme, warum zur Hölle bekommt der Junge keine Werbeeinnahmen? Habe ich ja schon mal erklärt, weil ich die YouTube-Werbung hier auf den Gärtner-Videos einfach mal ausgestellt habe. Mir macht das einfach so mega viel Bock, mit euch zusammen hier zu wachsen, vielen den Einstieg in die Materie zu erleichtern und ja. Wenn du dich also an dieses Video oder eines der ganzen anderen Videos erfreust, dann zeig mir das doch gerne mal, indem du mir hier mal ein Abo dalässt. Und wenn du Bock hast und nicht genug bekommst, dann schau gerne mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei, denn da gibt es auch immer ganz tolle Sachen, ein paar Tipps, ein paar Hinweise und natürlich auch so ein bisschen behind the scenes. Ja, und jetzt schnauze hier mit dem sentimentalen Zeug und weiter mit dem Video. Ich liebe euch. Ja, und gibt's denn da noch mehr Merkmale in der Vorblüte? Die Blätter. Die Blätter? Ja, die Blätter. Die werden dann plötzlich viel schmaler und spitzer. Warum? Keine Ahnung, aber hier siehst du den Unterschied zu den vorherigen Blättern aus der Wachstumsphase aus den ersten 3 bis 4 Wochen. Und ja, jetzt hier, wie du siehst, in der Blüte auf einmal viel langgezogener und wie gesagt, viel spitzer. Was die Pflanze jetzt von dir braucht, ist eine Umstellung. Und was das bedeutet, das sage ich dir gleich. Aber vor bzw. nach der Vorblüte gibt es ja noch die richtige Blütephase. Oh Mann, die Blütephase, sie werden ja so schnell groß. Ey, da ist eine Blattlaus.
Ja, die Blütenstände werden ja tatsächlich immer größer. Das sind die Dinger, die man im Volksmund auch als Bad bezeichnet. Sie werden größer, sowohl in der Höhe als auch in der Breite. Und man erkennt diese typischen, ja, wie beschreibt man das am besten? Diese typischen Brocken eben. Und ja, man erkennt es auch am Geruch, weil der wird auch immer intensiver. Und da liebe Grüße an all diejenigen von euch, die ihre Pflanzen offen in der Wohnung stehen haben. Ja, und da vielleicht mache ich auch noch mal ein Video, wie man die Geruchsbelästigung auf ein Minimum reduziert und das mit möglichst einfachen Mitteln ohne AKF, also ohne Aktivkohlefilter. Ja, und jetzt beginnt die richtige Magie. Nicht Magie, Magie. This is where the magic happening. Die Pflanze bildet Trichome aus und es fängt an zu funkeln. Und ja, auch ein bisschen an zu kleben. Mehr dazu übrigens auch in dem kommenden Video zum Thema Erntezeitpunkt bestimmen. Zwei Dinge dazu gesagt. Ich habe nämlich hier so ein Ding. Und zwar hier für die Leute, die nicht abwarten können, kann man hier ganz einfach erkennen, wie die Trichome schon an der Pflanze vorhanden sind. Geht ganz einfach mit diesem Handy-Ding. Habe ich euch unten in der Videobeschreibung mal reingepackt. Aber wie gesagt, dazu nochmal ein extra Video. Und da nochmal der Hinweis für euch. Unten reingehen, einmal den Kanal abonnieren und die Glocke nicht aktivieren. Hä? Da übrigens für euch nochmal der Hinweis, scrollt einmal runter und lasst dem Kanal ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr auch dieses Video nicht verpassen. Ansonsten entwickelt die Pflanze jetzt noch schmalere und noch spitz zulaufendere Blätter, als sie es schon in der Vorblüte getan hat. Und diese Blätter nennt man übrigens Zuckerblätter. Und die haben auch wieder einen ganz besonderen Grund, weil die Pflanze ihre Blüten schützen möchte. Ach, die Natur einfach wieder. Und wo wir jetzt auch schon zum nächsten Punkt kommen. In der Blütezeit braucht eure Pflanze eine etwas andere Pflege. Ja, denn in der Wachstumsphase vor allen Dingen stickstoffbetont düngen und in der Blütephase mehr Phosphor und Kalium. Und da gibt es natürlich auch wieder ganz besondere Düngerarten auf dem Markt. Also Blühdünger, die gibt es wie Sand am Meer, aber ist definitiv wichtig und entscheidend mitunter über die Erntequalität und die Erntemenge. Und ja, da gibt es natürlich auch wieder Leute, die benutzen 6, 7 verschiedene Arten von Düngermitteln und da sehe ich es eher einfacher und praktiziere das Ganze ehrlich gesagt mit 2 Komponenten, einmal einen Blühdünger und einmal einen Wachstumsdünger. Und ja, vielleicht gebe ich da auch noch mal irgendwas zusätzlich rein, wenn ich jetzt einen akuten Mangel erkenne. Wenn ihr da noch nicht den richtigen Dünger für euch gefunden habt, ich will hier niemandem sagen, du musst das und das benutzen. Die guten Dünger, die es auf dem Markt gibt, die ich jetzt gerade auch beschrieben habe, die sind im Regelfall alle gut. Kauf nicht das Billigste. Und ja, ich weiß, dass die Frage wieder kommen wird und deswegen, bitteschön, das sind die beiden Dünger, von denen ich gerade gesprochen habe. Ich bin großer Fan von Hesi und da dünge ich hier auf organische Art und Weise einmal mit dem Blühdünger und einmal mit dem Hesi Bio Grow. Schleichwerbung an dieser Stelle und die findet ihr auch aktuell auf moodiserde.de. Und das Coole daran ist, wenn ihr auf moodiserde.de bestellt, unterstützt ihr sogar diesen YouTube-Kanal. Ach und neben diesen beiden Düngern benutze ich in der Blütephase auch noch den Phosphor Plus. Ist kein Must-Have, aber da kann man noch mal so ein paar Prozent aus seiner Pflanze in der Blütephase herausquetschen. Ja, und was macht der Potplanter mit dem ganzen Erlös der ganzen Einkäufe auf moodiserde.de? Tja, da werde ich natürlich in besseres Equipment hier für weitere Videos investieren für euch. Oder ich fliege einfach mit der kompletten Familie einfach mal für 2 Wochen in die Karibik. Kleiner Spaß, aber jetzt noch mal 3 wichtige Punkte, die vor allen Dingen in der Blütephase wichtig sind, um auch am Ende ein vernünftiges Blütenergebnis zu erzielen. Punkt 1, dreh die Luftfeuchtigkeit ein bisschen runter und dazu gleich nochmal ein extra Hinweis. Punkt 2, wenn du jemand bist, der es gerne mal übertreibt, dann ist jetzt hier genau deine richtige Zeit gekommen, denn Licht, 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 liebe Leute. Deine Pflanze hat so richtig Bock auf Licht in der Blütephase. Also volle Lotte. Aber ganz wichtig, bei photoperiodischen Pflanzen sollte die Lichtdauer bei ungefähr 12 Stunden am Tag liegen und nicht wieder höher gedreht werden. Und bei Autoflower würde ich dir empfehlen, die Lichtdauer nicht zu übertreiben. Da würde ich auf 8 Stunden bleiben. Kannst natürlich volle Lotte draufgeben. Aber es gibt da Leute, die drehen die Lichtdauer bei Autoflower auch auf 24 Stunden hoch. Und das mag auch
auch hier und da funktionieren, aber da muss man sich schon relativ gut auskennen, denn 24 Stunden Licht bedeutet für die Pflanze dauerhaft Stress und die kann sich gar nicht regenerieren. Erholungsphase, das, meine lieben Leute, bedeutet Stresslevel ganz weit oben und das wiederum kann unter anderem zu einer schlechteren Ernte und vor allen Dingen auch zu einer Zwittrigkeit führen. Hashtag Hermaphrodit irgendwas. Hashtag Hermaphroditismus. So heißt das Ding. Also wie vorhin gesagt, einmal männliche als auch weibliche Blüten an einer Pflanze. Und das, wie gesagt, wollen wir nicht haben. Und darüber hinaus, da kann man sich jetzt natürlich drüber streiten, aber über die Stromkosten, denke ich mal, kann man sich nicht streiten. Der dritte Punkt ist, deine Pflanze in der Blütephase hat eine große Durstigkeit. Der dritte Punkt, deine Pflanze ist ziemlich durstig in der Blütephase. Und wenn ich durstig sage, dann meine ich so richtig durstig. Also check den Topf am besten täglich, heb den ein paar Mal an und spür mal selbst, krieg ein Gefühl dafür, ob er schwer oder leicht ist. Und wenn du jetzt gerade keine Ahnung hast, worüber ich hier gerade rede, dann klick mal hier oben in das Video rein. Und wenn du Angst hast, dass deine Blüten eventuell schimmeln werden, und das ist natürlich ein riesengroßes Ding, dann klick mal hier unten in dieses Video rein, denn da gibt es nochmal alles zum Thema Schneiden deiner Pflanze, um auch Schimmelgefahr zu vermeiden.